Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, Stuttgart holt den DFB-Pokal wie letztes Jahr gegen Leverkusen, dies Jahr auch wieder. Stuttgart steigt sogar ab und deswegen spielen sie in der Europa League als Zweitligist. Sehr geil. Düsseldorf steigt auf, sehr nice. European National Cup haben wir gewonnen. UEFA Superpokal gewinnt Manchester United. Ja, mein Handy, sehr geil. UEFA Champions League, Alter, das lädt immer viel zu lange. Barcelona gewinnt sie gegen Atletico Madrid und die UEFA Europa League holt sich, Alter. Kann ich in 10 Stunden sagen, wenn EA das hier gemacht hat? Ah, endlich. Im Elfmeterschießen gewinnt Lusle. Okay. Angekommen in der neuen Saison, wir haben 16 Millionen Savage und Auswärtsspiel gegen Köln. Heimspiel in Leverkusen, wir gehen hier schnell ran. Wir wollen hier sehr schnell vorankommen und mal gucken. Also verloren. Neuzugänge haben wir geholt. Sarabia für 29,8 Millionen von Sevilla. Dabei Borgmann verkauft. Daniel Stanese verkauft. Den guten Elvina verkauft. Heidrich verkauft. Ja. Auswärtsspiel gegen Wolfsburg. Die haben bislang 2 Spiele, 2 Siege. Wir 2 Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ja, und wollen natürlich nur den schönen Auswärtssieg holen. Und den ersten Saisonsieg zu holen. Auch wenn Wolfsburg einen geilen Kader hat. Und Saracchi, der Außenverteidiger, Linksverteidiger, mit dem 1-0 Siegtreffer. Jawohl. So 1-0 gegen Wolfsburg gewonnen zuletzt, gegen Hannover 2-0 gewonnen, Frankfurt 1-0 gewonnen, gegen Düsseldorf 2-0 gewonnen. Also wir gewinnen Spiele und das auch noch zu 0. Heftig. Gegen Gladbach gibt es eine 2-1 Niederlage, leider. Bremen 1-1, Mainz 2-1 Sieg und jetzt in DFB-Pokal Runde 2 gegen VfL Bochum. In der Zweitligist, ja. Hat in der ersten Runde einen Freilos gehabt, also gar keinen Gegner, weil Erstligist frei. Geh mal rein. Es gibt einen schönen 3-0 Auswärtssieg und Runde 3 Achtelfinale. So, DFB-Pokal, Runde 3, Achtelfinale gegen Sandhausen. Die haben Duisburg und Jena rausgeschmissen. Ja, nun müssen wir im, wie schon gesagt, in DFB-Pokal, Runde 3, Achtelfinale. Und wir gehen 1-0 in Führung durch Philipp. Sehr nice. Philipp mit 2-0 und von daher soll das eigentlich schon entschieden sein, die Partie. Ja, somit stehen wir im Viertelfinale.
So, nun geht's rein in die Viertelfinalbegegnung gegen Hoffenheim. Wir spielen am 31. Januar an dem Geburtstag von Cottbus. Und ja, mal wieder ein blauer Gegner. Sehr nice. Und damit stehen wir in der nächsten Runde. So, und weil wir einen Spieler von Hoffenheim, weil wir Hoffenheim gerade besiegt haben, holen wir jetzt einen Spieler von Hoffenheim, nämlich Leonard Bittencourt. Der ist aber jetzt nicht ganz unbekannt in Cottbus, sondern der ist in Jugend gespielt und nun kehrt er nun zurück. Ja, Petersen wollte ich auch gerne holen, aber hat sich ja beendet. So, jetzt Pokal-Halbfinale gegen die Mainzer. Dunkelblau wir und die in Rot.
Also, da haben wir uns am Ende den DFB-Pokal geholt. Ich war aber so dumm gewesen und habe die Pokalübergabe übersprungen. Ja, gut, man geht nicht so oft ins Pokalfinale ein. Naja, gut, egal. Also, ciao, also, das ist ein längeres Video, also.